this party. Hey, ho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Bug Review. Ich habe mir mal gedacht, da jetzt die 1.7 ja so mehr oder weniger offiziell draußen ist, mache ich mal wieder so ein kleines Bug Review. Ja, ich weiß, es ruckelt gerade ein bisschen, aber ich habe momentan auch kein Optifine drinnen. Diesmal sind es nicht so unglaubliche Bugs, hier sieht man schon was. Hätte ich es vielleicht noch nicht zeigen sollen. Egal, dann beginnen wir mal. Es ist halt nicht so unglaublich. Hier, dieser Dings macht ja nichts, was man bemerkt. Hier, nur der funktioniert. Dieser Block ist nicht mehr nah genug an den Pisten dran. Aber, warum lässt sich der Pisten dann nicht mehr einfahren, wenn man ihn jetzt umlegt? Das ergibt keinen Sinn. Bug des Todes. Okay, der ist wirklich uninteressant. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen Glasbug. Ich habe keinen Plan, warum dieser Scheiß hier nicht connecten will. Aber, ja, man sieht schon. Normalerweise sollte das dann ja hier schön... Oh, fuck you. Hier so schön glatt werden. Auch wenn da nichts daneben steht, aber das tut es nicht mal, wenn ich was drunter baue. Hat einfach keinen Bock. Was man ja auch sowieso jetzt direkt noch sieht. Die Texturen, ja, das ist ganz falsch. Dieser Rahmen hier, auf den ich gerade zeige, der sollte eigentlich hier gar nicht sein. Der sollte sich automatisch verschieben. Leute, was geht denn hier schief? Jetzt mal im Ernst. Die Texturen sind so falsch. Die sollten noch gar nicht so werden. Hier am Ende hier sollte der weiße Rahmen hinkommen. Aber nicht mitten hier drin und da einfach aufhören. Das ist sowas von falsch. Genau hier ist dasselbe, also nicht mit dem Rahmen, sondern wieder, dass diese Teile nicht connecten wollen. Dann ein Bug, der schon etwas länger existiert hier, wunderschön. Ja, geh halt mal weg, du kleine Schlampe. Ja. Ein Bug, der schon etwas länger existiert, den gibt es schon seit der letzten Version. Nur habe ich noch keine Zeit gefunden, den zu zeigen, da er mir nicht so wichtig erschienen ist. Nur habe ich jetzt halt noch ein Bug extra drauflegen wollen, da das bisschen wenig ist da hier davor. Man sieht schon eigentlich, ja, relativ verständlich, was das ist. Fail. So. Alter! So. Also man sieht schon, man kann hier leider nicht auf die Kiste zugreifen. Man kann versuchen, so lange man will. Das wird nicht funktionieren. Es ist einfach so. Ups. So. Also was dann, man kann hier natürlich logischerweise alle Arten von Minecarts reinpacken. Und ich pack nochmal zum Beispiel hier. Die sehen dann halt unterschiedlich aus. Es sieht immer lustig aus, wenn man dann hier so... Ja, fahren darfst du schon. Das weißt du. Okay, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Das schaut irgendwie nicht durch. Ja. Auf jeden Fall kann man hier so das... Ach du Scheiße. Ich habe wieder eine Menge ausprobiert, was es so für Bugs gibt, habe aber leider nicht so viel gefunden. Sorry deswegen, aber dafür bemühe ich mich jetzt, dass das Video relativ professionell wird. Alter. Okay. Wenigstens im letzten Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das letzte Bug-Review noch mal an. Ja, das war auch Part 1, das ist jetzt wieder Part 1. Da es eine andere Minecraft-Version ist, gibt so viele Part 1, mittlerweile schon 3 oder 4? 3. Und ja, Leute, das war's mit der Folge Minecraft Bug Review. Ich habe das Ganze natürlich auch ein bisschen in die Länge ziehen müssen, da es sonst zu kurz gewesen wäre. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Kommi da. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.